Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Interviewreihe Auf eine Limo mit. Mein Name ist Jennifer Hake und wir sind heute am Forschungsflughafen in der Hermann-Blenck-Straße, wofür das Exzellenzcluster Sustainable and Energy Efficient Aviation die Fäden zusammenlaufen. Und ich darf heute meine Limo mit Frau Dr. Doris Pester von der TU Braunschweig trinken. Denn sie koordiniert als Geschäftsführerin die komplexen Forschungsaufgaben rund um nachhaltiges und energieeffizientes Fliegen, was ja gerade in der kommenden Urlaubssaison jetzt für uns alle auch wieder ein besonderes Thema ist. Frau Dr. Pester, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Ja, danke. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier auch in der Reihe den Exzellenzcluster vorstellen darf. Und ich freue mich auf das Gespräch. Sehr willkommen schön. Hier. Vielleicht für mich ganz kurz zum Einstieg. Was ist denn genau ein Exzellenzcluster? Ja, ein Exzellenzcluster ist ein durch die DFG, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, geförderter Forschungsverbund. Für 7 Jahre wird so etwas gefördert. Und hier arbeiten Wissenschaftler interdisziplinär und fachübergreifend an Themen von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung. Und hier in unserem Cluster stellen sich die Forscher und Forscherinnen die Frage, wie können wir in Zukunft nachhaltiger und umweltfreundlicher fliegen? Und das ist natürlich jetzt eine sehr komplexe Forschungsaufgabe. Und dafür braucht es eine langfristig angelegte Grundlagenforschungsstrategie. Die ist in einem Exzellenzcluster nicht genau festgelegt. Die Ziele sind festgelegt, wo möchte ich hin? Aber der Weg dorthin kann immer dynamisch und flexibel angepasst werden. Und vielleicht sollte ich noch ganz kurz sagen, wie es zu diesem Exzellenzcluster gekommen ist. Gerne. Es gab einen Wettbewerb im Rahmen der Strategie des Bundes und der Länder zur Förderung internationaler Spitzenforschung. Und da war die TU Braunschweig mit 2 von 88 Förderanträgen insgesamt erfolgreich. Das ist unser Exzellenzcluster und dann noch ein zweiter Exzellenzcluster. Vielleicht ganz kurz zur Namensklärung. Also ja. Das Cluster nennt sich ja Sustainable and Energy Efficient Aviation und wird geschrieben in kurz SE2A und gesprochen C. Richtig? Ja, genau. Da bin ich am Anfang auch immer ein bisschen irritiert gewesen. Das ist die Abkürzung unseres Cluster-Titels. C für Englisch sehen. Also wir möchten Lösungsräume für die Energiewende in der Luftfahrt vorhersehen. Ah. Und für was wird sie jetzt genau gefördert? Was sind die Ziele? Die Ziele des Exzellenzclusters sie sind einerseits den Energiebedarf zukünftiger Verkehrsflugzeuge zu reduzieren, aber auch damit verbunden die Flugzeugarchitekturen anzupassen und die Flugphysik zu verbessern und zu optimieren. Und das Dritte ist auch nicht aus den Augen zu verlieren, die Wirtschaftlichkeit und die Recyclingfähigkeit des gesamten Luftverkehrssystems mit zu optimieren und zu betrachten. Also in Summe die Frage zu beantworten, kann ich in Zukunft in einen Flieger steigen, der dann weniger Emissionen, weniger Lärm produziert und kann ich da mit nachhaltigen Antriebsarten von A nach B fliegen? Das macht die TU ja auch nicht ganz alleine. Wer ist denn noch beteiligt und welche verschiedenen Disziplinen braucht es denn für die Entwicklung des Flugzeugs von morgen? Ja, federführend ist die TU Braunschweig in diesem Forschungsverbund mit sehr forschungsstarken Partnern. Das ist zum einen die DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das ist die Leibniz-Universität Hannover, LUH, aber auch die PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt hier in Braunschweig, sowie auch die HBK, Hochschule für Bildende Künste. Ein wichtiger internationaler Partner ist für uns die TU Delft in den Niederlanden. Zu den Disziplinen würde ich gerne auch etwas sagen. Es ist sehr bereichernd, Lösungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und sich daran anzunähern. Daher haben wir Wissenschaftler aus den Bereichen der Luft- und Raumfahrttechnik, aber auch aus der Elektrotechnik, genauso wie Thermodynamiker oder Energietechniker. Wir haben das Design mit an Bord, sowie auch die Chemie. Und warum ist das Thema so eine große Herausforderung? Was sind denn die dringendsten Fragen so für die nächsten Jahre? Ja, wenn wir nachhaltig fliegen wollen, dann müssen wir irgendwann weg von den fossilen Energieträgern wie Kerosin mit den ganzen Nachteilen, dass sie CO2 ausstoßen, dass sie weitere Schadstoffe ausstoßen. Und wenn man sich dann anguckt, welche Lösungen möglich sind, dann kommt man einmal bei der Batterie als Energieträger raus.
Man kann sich synthetische Kraftstoffe angucken, aber man kann sich auch Wasserstoff angucken. Und wenn man sich jetzt nun Batterien und Wasserstoff noch mal genauer anschaut, so haben beide ein Energiedichteproblem im Vergleich zum herkömmlichen Kerosin. Und zwar in der Art, dass bei der Batterie die Energiedichte pro Gewichtseinheit etwas ungünstig ist. Sie sind simpel zu schwer. Das funktioniert gut auf der Straße, im Auto. Aber wenn man damit fliegen möchte, ist es natürlich eine Herausforderung oder begrenzt dann eben auch die Reichweite. Der Wasserstoff wiederum hat ein andersartiges Energiedichteproblem. Er hat eine sehr hohe Energiedichte, braucht dafür aber ein relativ großes Volumen. Mhm. Sprich, die Tankstrukturen und was ich brauche, um die Menge an Wasserstoff im Flugzeug mitzuführen, führt wiederum zu einer Gewichtserhöhung. Und ich möchte ja eigentlich leichtere Flugzeuge haben. Und daraus ergibt sich dann, dass man eben die neuen Antriebsarten nicht einfach in die herkömmlichen Flugzeuge einbauen kann. Das würde nicht funktionieren, sondern für jedes neuartige Energieträger und Antriebssystem braucht man eigens dafür neu konstruiertes, leichteres Flugzeug auch. Und gibt es da schon Ideen, wie sowas aussehen könnte? Ja, darauf basieren dann unsere drei Flugzeugmodelle, die man hier auf schönem Hintergrund sehen kann. Je nach Antriebsart ergeben sich daraus unterschiedliche Flugzeugentwürfe für die Mittelstrecke, fürs Regionalflugzeug sowie auch für ein Langstreckenflugzeug. Sie hatten ja vorhin auch noch die synthetischen Kraftstoffe erwähnt. Ja, genau, die synthetischen Kraftstoffe, die sind ja jetzt in der Politik in aller Munde, dass das doch die naheliegendste Lösung wäre. Das Flugzeug ist da, man muss einfach nur was anderes in den Tank füllen. Leider ist es nicht ganz so einfach. Man muss hier ein bisschen unterscheiden zwischen emissionsfreiem und emissionsneutralem Fliegen. Emissionsneutral wäre jetzt bei den synthetischen Kraftstoffen. Das CO2 kann ich hier am Boden dafür verwenden, also aus der Atmosphäre entnehmen. Es wird aber oben während des Flugs in der Atmosphäre wieder freigesetzt. Mhm. Daher ist das nicht klimaneutral. Es ist emissionsneutral, aber nicht klimaneutral. Es hat da oben eine Wirkung. Im Vergleich, was wirklich emissionsfrei wäre, wäre tatsächlich entweder batteriebetriebener Antrieb oder, wenn man das mit den Kondensstreifen noch berücksichtigt, eben das wasserstoffangetriebene Flugzeug. Und der Exzellenzcluster möchte eben hier tatsächlich wirklich Lösungen finden, die dann auch in der Realität später zu einem besseren klimaneutralen Flugzeug führen. Welche Rolle spielt denn der Innovationsstandort hier Ihrer Meinung nach für das Exzellenzcluster oder besser gesagt für das Thema nachhaltiges Fliegen? Ja, ich denke, es ist zum einen auch, dass der Exzellenzcluster selbst viel Innovation hier reinbringt in die Forschungsregion Braunschweig-Hannover. Es hat aber auch einige Standortvorteile hier, die es sonst nirgendwo so gibt in der Zusammenstellung. Hier ist zum Beispiel der einzige Forschungsstandort neben Toulouse in Frankreich, der einen eigenen Forschungsflughafen zur Verfügung hat. Mhm. Hier gibt es aber auch europaweit einzigartige Test- und Prüfstände, wie zum Beispiel den Vereisungswindkanal, um nur ein Beispiel zu nennen. Aber auch zum Beispiel, dass die DLR hier die Straße runter entlang zu finden ist, als zweitgrößter Standort neben Köln zum Beispiel. Also hier kann man von der Forschungsidee über die Tests bis zum realen Einbau und Testen im Forschungsflugzeug die gesamte Entwicklungskette abbilden hier vor Ort. Und das ist, glaube ich, eine große Besonderheit. Und das ist ja auch noch alles direkt in der Nachbarschaft. Es ist ja wirklich nebenan. Ja. Und das Tolle dran ist, die Leute arbeiten seit Jahren eng zusammen. Man merkt das auch über Vorprojekte, über Energiewende in der Luftfahrt oder auch über den SFB 880, die vor allem auch vom Niedersächsischen Forschungszentrum für Luftfahrt, dem NFL hier vor Ort, koordiniert werden, hat sich einfach eine enge Partnerschaft zwischen den Playern und Beteiligten ergeben. Insofern, glaube ich, ist es auch ein Stück weit eine Belohnung der langjährigen guten Zusammenarbeit, dass man hier jetzt den Exzellenzcluster hierher bekommen hat. Total schön. Und was macht Ihnen als Geschäftsführerin besonders Spaß am Projekt?
Ja, ich finde es nach wie vor sehr, sehr spannend, ganz an vorderster Front bei der Grundlagenforschung dabei zu sein, die neuesten Entwicklungen zu sehen, in welche Richtungen es gehen kann und was gerade erforscht wird. Ich freue mich auch, dass es ein sehr interdisziplinäres Umfeld ist. Man trifft immer spannende Leute aus verschiedenen Richtungen. Und ich komme gerne zur Arbeit nach wie vor, indem ich täglich Räume schaffe, um die Vernetzung zu fördern und hier einfach mit dazu beizutragen, an diesem großen Forschungsvorhaben und hier mitwirken zu dürfen. Sehr gut. Wenn man gerne zur Arbeit kommt, dann ist auf jeden Fall schon mal was richtig gelaufen. Wir kommen auch schon zur Abschlussfrage. Auch Sie haben wie jeder unserer Gäste einen Wunsch frei für den Innovationsstandort Braunschweig. Was würden Sie sich denn wünschen? Muss nichts mit unserem heutigen Thema zu tun haben. Wenn es nur ein Wunsch wäre, wäre es, dass wir jetzt in Zukunft oder in naher Zukunft näher zusammenrücken mit den Leuten aus Industrie und Forschung, die sich um die bodengebundene Energieversorgung kümmern. Also wie bekomme ich meinen Wasserstoff hin bis zum Flughafen? Dass hier einfach ein engerer Austausch stattfindet, dass wir zusammen mal ein paar Gespräche haben, um dieses Thema enger zusammenzubringen. Das ist ein spannender Wunsch. Gehen wir so weiter. Vielen Dank, Frau Dr. Pester, für das Gespräch. Ja, auch ich sage herzlichen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank auch, liebe Zuschauer. Wenn es Sie interessiert, dann klicken Sie sich gerne wieder rein, wenn wir irgendwo in Braunschweig mit neuen Gästen eine Limo trinken. Und besuchen Sie uns bis dahin gerne auf braunschweig.de/innovationsportal. Bis dann.